Weihnachtsgurke, Freunde und herzlich willkommen beim nächsten Part beziehungsweise bei meinem kleinen Weihnachtsspecial auf miniclip.com. Das ist eine Seite, da könnt ihr auch raufgehen und da gibt es ganz viele verschiedene Spiele und ich spiele heute Snowline. Das ist ein Weihnachtsspiel, speziell für Weihnachten, gibt es aber soweit ich weiß das ganze Jahr hindurch. Macht ultra viel Fun und ich werde das Ganze hier vielleicht durchspielen heute, vielleicht werde ich es auch noch ein bisschen anspielen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ja, mal schauen. Ich habe das früher ultra gerne gespielt, habe es dann eine Weile aus dem Auge verloren, dachte mir eigentlich so, als Weihnachtsspecial könnte ich das eigentlich ganz cool machen, fände ich eine coole Sache. Ich werde versuchen, das Bild von diesem Spiel hier noch zu vergrößern, also dass dann der ganze Bildschirm damit ausgefüllt ist, nicht nur so ein kleines Fenster, wie ich jetzt hier gerade sehe, aber hoffe, dass das Ganze gut ankommt und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Los geht's mit Level 1. So, also das Ganze funktioniert so, dass wir hier versuchen müssen, alle Geschenke zu holen und danach ins Ziel zu kommen. Unterdessen werden hier überall so Hindernisse stehen, wie beispielsweise die Bäume. Wir können auch runterfallen, wir dürfen nicht runterfallen und sterben oder wir dürfen auch nicht anhalten, sonst funktioniert es nicht. Dazu können wir hier mit dem Stift Linien ziehen, so ungefähr. Und mit dem kommen wir ins Ziel halt. Hier oben seht ihr noch, wie viel Schnee ihr noch zur Verfügung habt, um hier Linien zu ziehen. Und immer wenn ihr die Linien gezogen habt, dann könnt ihr hier auf Play drücken und schauen, ob es funktioniert. Ich mache das jetzt gleich mal. Und ein Geschenk, zwei Geschenke, drei Geschenke und im Ziel. So, wir haben jetzt das Level 1 geschafft, das war es Select Ride und kommen somit zum Level 2. So, das hier wird jetzt ein bisschen komplizierter, wie ihr schon sehen könnt, weil hier hat es noch ein kleines weiteres Special, das noch hinzugefügt wird, und zwar das hier mit den komischen Pfeilen. Das heißt, dass wir hier gerade erstmal wie getragen werden, also wir fliegen hier über den Pfeilen, kommen dann erst hier runter. So, ich zeig's euch mal. So, jetzt fliegen wir noch auf den Dings, werden nach vorne transportieren und dann zack geht's runter. Wir schaffen das natürlich wie immer, so ist einfach gewesen, aber das Ganze wird natürlich mit der Zeit noch schwerer. So, gehen wir ins nächste. Hier hat es noch einen Vulkan. Hier drüber können wir keinen Schnee platzieren. Das ist hier so die Schwierigkeit. Aber ich habe da so einen Plan, wie ich das mache. Denkt nicht, dass ich das vorhin noch irgendwie getestet habe, wie ich das am besten mache und ultra oft geübt habe. Ich habe das jetzt etwa anderthalb Jahre oder sogar zwei Jahre nicht mehr gespielt. Habe es mal durchgespielt gehabt und deshalb habe ich aufgehört mit. Aber ja, das Ganze ist halt logisch momentan. Es wird dann noch schwerer, also da mal keine Sorge. Wir sind jetzt in Level 4. Hier oben wird es dann ultra schwer, soweit ich weiß. Hier haben wir Schneestürme, da dürfen wir auch nicht rein. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier nach unten gehen, würde ich mal sagen. Schauen, dass mich nicht dreht, das ist das Wichtige. Und hier kriegen wir Raketen, das ist so ein kleiner Boost, damit wir nach oben kommen. Aber ich mache hier noch so ein kleines Dächchen, dass es uns nicht nach oben schleudert durch die Raketen. Weil soweit ich noch weiß, haben die relativ viel Power. So, mal schauen, ob es funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Gut, dann ich drücke hier mal aufs Kreuz, um euch zu zeigen, was dann passiert. Das klärt einfach alles. So. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Können auch immer wieder durchschauen, ob es jetzt funktioniert, beispielsweise jetzt so. Wird es funktionieren bis dahin? Ja. So. Ah, funktioniert sogar schon so. Easy. Gut, okay, dann haben wir dieses Level auch schon gemeistert, kommen ins nächste. Jetzt wird das Ganze natürlich nochmal schwerer, wie halt von Level zu Level und am Schluss wird es dann dementsprechend gar nicht mehr so einfach sein. Oh, jetzt habe ich hier diese Brücke verpasst. Die müssen wir natürlich trotzdem noch holen. Klar, wir müssen hier das Geschenk erreichen, das kriegen wir aber trotzdem. Dann kommen wir hier so auf die Wolke, werden rübergetragen, kommen hier hinunter und dann zack ins Ziel hinein mit allen Geschenken. Und dann hoffentlich funktioniert das. Bitte, bitte, bitte. Ja, perfekt. Hat geklappt. Eigentlich und zwar ganz gut. Dann haben wir das nächste Level auch wieder completed und kommen somit wieder ins nächste. Das wäre jetzt Snow Train. Oh, hier haben wir eine Eisenbahn. Das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun, muss ich ehrlich sagen.
Und zwar lasse ich das mal hier so runterfallen. Gehe hier in den Tunnel. Durch den Tunnel kommen wir hier wieder raus. Gehen hier hoch. Und kriegen hier einen Raketenboost. Das Problem bei diesem Raketenboost ist, dass der uns oft oben rausschleudert. Deshalb mache ich das hier noch. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Bisher ja. Okay. Okay, perfekt. Soweit ist es eigentlich noch einfach. Jetzt kommt der Eistunnel. Mal schauen, was der uns so zeigt. Oh, jetzt wird es kompliziert. Wie mache ich das denn? Das ist es nicht mal so einfach. Muss natürlich irgendeinen Weg finden, um alle Geschenke zu kriegen. Dieses Symbol hier heißt wahrscheinlich, dass der Weihnachtsmann hier kleiner wird, nehme ich mal an. Und dann kommt er hier so durch und ja, das hier ist sowieso easy, dieser Teil. Also da können wir ganz einfach mal so machen. Ich würde sagen, wir machen das hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hier überhaupt hieß. Oh. Bist du ein Prinz oder eine Prinzessin? Alter, ernsthaft. Deshalb hasse ich das Internet. Das macht bei mir immer Werbung. Keine Ahnung, wieso. Scheiß Bug. Dann könnte das funktionieren, wenn ich den hier so runterfallen lasse aufs Geschenk. Hier ebenfalls wieder und dann lasse ich ihn hier so durch. Wir wollen natürlich auch möglichst wenig Schnee verschwenden. Das ist natürlich sehr wichtig. Und mir geht jetzt der Satz nicht mehr aus dem Kopf. Bist du ein Prinz oder eine Prinzessin? Ich bin deine Mutter, Alter, du Ficker. So. Soweit so gut. Soweit so gut. Soweit so. Ah, fuck. Geschenk verpasst. Das ist natürlich doof. Ja, das Geschenk müssen wir uns holen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob man das holen muss, aber anscheinend ja. So, wenn ich das so mache, dürfte das funktionieren. Hoffentlich dreht es uns jetzt nicht. Ja, es hat uns zwar nicht gedreht, aber funktioniert hat es leider auch nicht. So, machen wir so. Vielleicht funktioniert es jetzt. Und klar ist natürlich auch, je mehr Filz wir haben, desto weniger Schnee kriegen wir am Ende noch übrig. Nein, jetzt hat es uns gedreht sogar. Wenn ich hier so machen würde, dann wird es vielleicht sogar funktionieren. Alter, das ist jetzt echt nicht so einfach. Nein, auch nicht. Ja, muss halt das hier wieder löschen. Manchmal muss man einfach Kompromisse setzen. Das ist nun mal so. Bei diesem Spiel hier. Als ob das, keine Ahnung, wie lebenswichtig wäre. So, dann steuern wir uns hier selbst so hinein. So. Das könnte tatsächlich hier funktionieren. Ich guck mal, wie weit es geht. Ob das bis dahin schon mal funktioniert. Ansonsten kann ich mir ja den Rest der Strecke sparen, wenn. Ja. So viel mal dazu. Dann kann ich das hier. Also dieser Teil hier funktioniert ja noch, ne? Dann hier nach unten. Und hier natürlich hinaus, so rüber. Aber wenn ich hier so eine klare Bahn mache, wirklich eine halbe Kugelbahn, so dass der... Ah, Kugelbahn, genau, so hieß das, glaube ich. Dann kann der ja eigentlich gar nicht groß rausfallen. So, Großväterchen, jetzt schaffst du das aber. Jetzt musst du das schaffen. Ja? Genau. Ach komm, Alter, das ist doch wohl ein Witz. So, wenn ich hier noch so ein kleines Bügelchen mache, dann funktioniert das eventuell sogar. Geschenke haben wir jetzt somit schon mal alle, die hier vorne liegen und kriegen die eigentlich ganz ohne Probleme. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Perfekt. Genau so muss das natürlich laufen. Wäre natürlich besser gewesen, wenn ich das direkt gemacht hätte oder direkt so geschafft hätte. Dann wäre jetzt Trimplums. Das sind die Zwillingsvulkane. Ja. Dann erstmal hier so ein Geschenk zur ersten Wolke. Würde ich mal meinen. Und von der ersten Wolke zur zweiten Wolke. Von der zweiten Wolke hier zur dritten Wolke. Und der Rest hier ist eigentlich klar. So. Okay, Anfang schon mal geschafft. Oh, ah doch, hat's geschafft. Dachte schon so, fuck, der erreicht das Geschenk ja gar nicht. Oh, nee. Das bringt uns dann ja wenig. So, mach ich mal so wie ein Trichter da. Ich
hoffe, das funktioniert. Ich werde noch ein bisschen Weihnachtsmusik in den Hintergrund schneiden, dass es auch wirklich festlich ist hier. Das war ein Fail, würde ich mal meinen. Ein cooler Fail, aber es war leider einer. So, passt. Da kann er da schon mal gar nicht runterfallen und hat hoffentlich genug Boost noch, dass er da durchkommt. Hey, jetzt hat er das Geschenk plötzlich nicht geholt. Das Spiel hat gemerkt, dass sie... Nee, ich würde es eh nicht schaffen. Ist irgendwie schief da auf dieser Seite. Hier so ein kleines Hügelchen. Und hier, muss ich auch noch so ein bisschen nachlegen. Mach das mal so. Dann dürfte das ganz gut funktionieren, hoffe ich. Zumindest. Okay. Jetzt kommt der hier so runter. Geschneit. Ja, das ist jetzt natürlich... Ach, ich weiß jetzt, wie ich das machen muss, aber wieder von vorne anfangen, leider. So. Erstmal hier, so. Zack, bis zur Wolke. Das ist noch einigermaßen einleuchtend. Hier direkt so ein bisschen höher. Auch wieder bis zur Wolke. Und hier wieder, wie gesagt, diesen Trichter. Aber ich werde jetzt hier direkt so einen förmigen Trichter machen. Und hier geht es dann so runter. Ja, von hier ins Ziel. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist jetzt echt interessant, ob das so funktionieren wird. Hoffe es natürlich. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Ja. Oh nee, der fällt raus. Der fällt raus, tatsächlich. Da hatte ich ein bisschen Angst. Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert, ob der überhaupt rausfallen kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So ein bisschen weiter nach unten. Ja, mach das mal so. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Das ist echt spannend manchmal hier zuzusehen, ob es funktioniert. Das hört sich jetzt ultra uninteressant an. Du guckst, ob der Weihnachtsmann die Geschenke holt. Interessant. Das ist sehr interessant, aber es ist tatsächlich interessant. Das Spiel hier macht ultra viel Bock. Natürlich wäre es noch cooler, wenn ich Musik drin hätte. Das Problem ist, die ist viel zu laut und dann würde man mich nicht mehr verstehen. Das wäre auch nicht so toll. Ja, hoffentlich funktioniert es jetzt. Wir haben natürlich jetzt da unten in der Ecke ultra viel Schnee verschwendet. Das Ganze um nichts. Denn ich kann das Ganze nochmal löschen, weil mir jetzt so ein Gedanke gekommen ist, dass eventuell funktioniert. Wobei ich das vorhin auch schon gesagt habe. Und dann ist dabei nichts herausgekommen. Auf jeden Fall nichts Gutes. So, und zwar mache ich jetzt nicht ganz bis zum Geschenk. So. Natürlich abdichten, dass der nicht rausfällt. So, okay. Vielleicht funktioniert das. Ich mache jetzt den unteren Teil noch nicht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. So. Dürfte funktionieren, hoffentlich. Hallo? Das ist jetzt echt doof vom Weihnachtsmann. Dass der echt so unfähig ist, darauf zu kommen. Hallo? Weihnachtsmann, was läuft bei dir falsch? So, jetzt hoffentlich. Ich will das ungern löschen, weil ich bin mir sicher, dass... Ja, gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt klappen könnte. Oder ich hoffe es zumindest. Ich bin guter Dinge, sag's mal so. Ja, perfekt. Jetzt funktioniert es. Leute, jetzt funktioniert es. Und dann machen wir hier so ein bisschen Schnee. Dann funktioniert das. Perfekt. Haben wir dieses Level hier auch gemeistert. Aber ihr merkt schon, ich brauche immer länger, weil es halt wirklich auch immer schwerer wird. Das ist nicht einfach so dahingeredet. Das ist nun mal so. Es wird auch immer ein bisschen komplizierter. Kommen immer wieder neue Elemente dazu. Und ja, von daher. Aber wir haben es jetzt geschafft, die Twin Plums. Jetzt kommt das ja interessant. Vor allem, weil es zu meinem Namen passt. Oh! An dieses Level kann ich mich sogar noch erinnern, weil ich da früher ultra krasse Probleme hatte mit. Aber eigentlich ist es voll simpel. Ich glaube, ich weiß noch, wie ich das damals gelöst habe im Endeffekt. So. Irgendwie so. Dann hier wieder weiter runter. Zum Schlüssel. Hol den und dann hier Powerboost nach oben und ins Ziel. So. Hoffentlich funktioniert es. Ja. Ah, fuck, der Zug holt uns ein. Leider. Mach hier so einen kleinen Vorsprung.
Vielleicht holt er uns da nicht ein, weil wir da Power verlieren. Doch, holt er. Der holt uns ein, tatsächlich. Aber nicht, wenn wir dies machen. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das funktionieren könnte. Wir verlieren zwar... Ach so. Da muss ich hier nochmal so... runter. Zack. Da hinauf. Ja, das funktioniert jetzt, nehme ich mal an. Das ist echt eine pure Annahme, aber... Ja, das funktioniert tatsächlich. Ja, wir haben noch genug Power, das reicht. Es reicht, ja, perfekt. Ja, Leute, das war einfach. Chaos-Kanäle gar nicht mal so chaosmäßig. Jetzt kommt der Magma-Cavern. Mal schauen, wie das so wird. Oh, und das kann ich mich auch noch erinnern an dieses Level. Wieso auch immer. Ich glaube nicht, dass das gute Gründe hat, dass ich mich daran erinnern kann. So, hier müssen wir auf jeden Fall so runterfallen. Das ist schon mal klar. Dann fallen wir direkt ins Ziel hinein. Aber jetzt da runter zu kommen, ist gar nicht mal so einfach, nehme ich mal an. Kann mir... Oder ist es ein einfaches Level? Nee, ich glaube, an dem hatte ich richtig lange. Aber ich glaube, das ist voll simpel. Also das sieht für mich jetzt echt simpel aus. Ist das normal? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich früher da Probleme hatte, aber ob das immer noch so ist? So, jetzt holen wir hier ein bisschen Schwung und gehen runter. Ah, hier dreht es uns. So, wenn ich das hier mache, dann dürfte es uns nicht mehr drehen. Hoffe ich zumindest. Es gibt natürlich ein paar physikalische Tricks hier, womit man punkten kann. Zack, dreht es uns und runter. Perfekt. Easy going, würde ich mal meinen. Wir haben jetzt... Oh, wir haben einen echt großen Score. Jetzt kommt das zweitletzte Level. Das ist nicht so schwer. Hier geht es nur erstmal darum, das Ganze ein bisschen zu durchblicken, wie man hier vorgehen muss. Aber ansonsten ist es echt nicht schwer. Ne, das ist einfach. Das ist echt einfach. Wobei, ich mache mir meine Sache trotzdem noch Sorgen. Und zwar, wie komme ich hier durch, ohne mich selbst zu stören? So. Ich darf ja hier diese Leitung nicht unterbrechen, sozusagen. So. Hoffentlich funktioniert's. Komm, schnell mal, zieh den Schlitten an. Okay, die Tore sind schon mal offen. Hier kriege ich ja einen Boost, ne? Aber reicht der zum Daraufkommen? Oh! Das war jetzt einfach. Dann kommt somit schon das Last Level, dann spiele ich es doch durch wahrscheinlich. Ja, das war gar nicht mal so schwer. Oh, oh, das sieht echt kompliziert aus hier. Das sieht jetzt echt kompliziert aus. Wie mache ich denn das? Wie muss man denn das machen? Hier auf jeden Fall ins Ziel, das ist schon mal klar, ne? Wenn ich hier so durchgehe, mich vom Sturm irgendwie abwenden könnte, hier durch und hier drüber... Ja, das könnte echt funktionieren. Durch den Boost noch da unten. Hier haben wir ja auch einen Boost. Daher wird das auf jeden Fall funktionieren hier. Hier so rüber. Hier springt er schon sozusagen ab. Und geht dann hier in diesen Tunnel hinein. So. Schau mal, ob das funktioniert. Oh. So gesehen schon mal nicht. Wenn ich ihn aber so runterdrücke, könnte es echt funktionieren. Dummerweise geht er da hoch. Idiot, Idiot. Jetzt nicht. Jetzt habe ich aber den Link gebremst. So, das ist natürlich auch nicht gut. So, hier natürlich nach unten. Zack, hier hat er noch genug Boost, um hier rüberzukommen, das ist schon mal klar. So, wenn ich hier aber noch so eine kleine Leitung mache, dass er auch wirklich da hineingeht. Oh, dann hat er den Boost verloren. Das könnte sogar von Vorteil sein. Nee. Ups. Er verliert den Boost, weil es hier zu hoch ist. Fuck. Ja, er verliert ihn. Nochmal löschen. Hier,
etwas weiter unten. So. Und so. Und so. Okay. Fuck. Ja. Komm. Alter, ich habe es auch geschafft. Fuck. Komm, bitte krieg den Boost. Ja, er kriegt ihn, aber lol. Ich habe hier wieder gefehlt. Ja, jetzt. Hoffentlich kriegt er den Boost trotzdem. Nee, kriegt er nicht. Okay, nochmal löschen. Wie schon so oft. Dieses Level hier ist echt schwer. Also, damit ist... Oder damit war jetzt echt nicht zu rechnen. Mal schauen, ob ich diesen Weg schon hinkriege. Ja. Dann hier... So runter. So ein bisschen eine kleine Wand. Ob es das schon mal hinkriegt? Nein, es dreht ihn. Fuck. Muss das hier ein bisschen flächer machen. Und dann könnte es funktionieren. Hoffe es zumindest. Wäre schade, wenn nicht. Ja. Nein, funktioniert nicht. Nochmal löschen. Und dann mache ich das so. Hier einfach direkt so eine Abgrenzung. Mal schauen, vielleicht funktioniert das ja. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und wir leben ja für die Versuche, ne? So. Mal wieder ein Fail hoch 10. Das auch. Das auch. Okay. Das hier hat jetzt echt nicht funktioniert. So schon mal nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Okay. Also Schnee war uns bisher noch kein Problem. Das Geschenk kriegen wir zwar schon mal. Das ist nicht so das Ding. Aber hier am Schneesturm kommen wir nicht vorbei. Das ist echt ein Problem eigentlich. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Okay. Nice. Dann können wir diesen Weg hier weiterführen. Bis hier unten nach unten. So. Hm. Dann hier das Geschenk holen. So. Drüber. Und hier holt er sich den Boost und geht hier so weiter. Perfekt. Das könnte echt funktionieren. Wenn alles glatt läuft. Wie Schnee, hahaha. Ja, ich mache mir hier ein bisschen Sorgen an dieser Stelle. Genau. Solche Sachen habe ich natürlich nicht mit einberechnet. So. Nochmal. One more try. It's one too many for me. Ja. Ja, Leute, ja, Leute, ja. Ja, jetzt hat er es schon mal geschafft. Schafft es rüber. Nice. Und dann kommt dieser Scheißzug. Ernsthaft? Jetzt scheitert es an dem Zug? Och komm, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich irgendwo noch so eine kleine Hürde einbauen, dass der langsamer wird. So zum Beispiel. So wird er langsamer, auf jeden Fall. Aber ob das dann funktioniert, ist die Frage. So schon mal ja. Ach so, ich kann da auch drauf, ohne Probleme sogar. Vielleicht geht das ja. Ich weiß nicht, ob er dann noch genug Schwung hat. Will's mal hoffen. Wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Ja, wieso geht's jetzt plötzlich nicht mehr hier oben? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Das war vorhin ja schon so ähnlich. Ja, jetzt geht's hier. Manchmal ist das echt eine verrückte Sache hier. Und der gibt einfach keine Logik mehr. Irgendwie ist das immer so ein bisschen anders hier. Ja, 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 ja. Schneller. Hä? Okay. So. Und dann muss ich hier aber auch wieder gerade wegmachen, sodass hier echt kein Hügel ist. Komm, bitte funktionier. Bitte funktionier.
Ja, komm, das schafft es. Bisher alles gut. Komm, hol ihn dir. Ja, nee. Ernsthaft? Och, Mann. Menno. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie mache ich das denn? Hier, wenn es hier weniger Power verlieren würde. So. Vielleicht verliert es da ein bisschen zu viel Power. Dann kommt das nicht ganz durch. Das kann natürlich durchaus sein. Wow, okay, jetzt jagt es ihn hier hinten weg. Das ist natürlich auch schlecht. Ich mache mir langsam Sorgen, dass wir zu wenig Schnee kriegen, eventuell. Wir haben zwar noch ein Drittel, aber ein Drittel, ich weiß nicht, ob der reicht. Plötzlich fällt uns irgendwas ein und dann sagen wir so, ach so, so können wir das ändern. So. Dann verbrauchen wir mehr als diesen Drittel vielleicht im Endeffekt. Ich habe jetzt extra oben noch so ein kleines Bögelchen gemacht da. In der Hoffnung, dass er da so ein Salto macht und das dann plötzlich schafft. Aber irgendwie ist es manchmal plötzlich anders als in den Versuchen zuvor. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Wieso? Das hätten die auch besser programmieren können. Ja, nee, irgendwie reicht es nicht am Zug vorbei. Der kommt so schnell, dieser Zug. Der macht mich echt wahnsinnig. So, jetzt erstmal hier hin. Von hier geht's hier. Von hier geht's hier. Mal schauen, wie funktioniert das. Wenn ich hier die Leine ein bisschen weiterführen würde, würde es dann funktionieren eigentlich? Manchmal ja, manchmal nein. Wohl eher großteils nein. Ups, das wollte ich nicht. Das war jetzt wahrscheinlich zu steil. Nee, nicht mal. Aber hier dreht es wieder. Das ist echt nicht normal. Dieses Level hier, das ist schwerer als die ganzen anderen zusammen. So, bis hier kommt es noch ohne Probleme durch. Dann machen wir hier wieder sowas in der Art, ne? Wisst Bescheid. Dann mal schauen. Hoffentlich geht hier was. Ja, genau. Genau so. So funktioniert das hoffentlich. Jetzt haben wir eventuell sogar mehr Glück mit dem Zug. Das kann durchaus sein. Und dann dürfen wir das ganz gut schaffen. Hier war ja letztes Mal der Scheiterpunkt, bei dem der Zug kam und uns weggehauen hat. So. Komm. Ja, Leute. Das heißt, wir müssen noch hier den Schneegrat machen. Oder den Schneepfad machen, so. Dann haben wir es geschafft. So. Das sind sozusagen die Komplettlösungen von diesem Spiel. Tololol. Ich habe es jetzt einfach kurz durchgespielt in einem Video. Hä? Ja, genau. Willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Jetzt plötzlich geht's nicht mehr. Alter, das ist doch nicht normal. Das Spiel tollt mir hier. Manu. Ah, jetzt geht's wieder. So. Irgendwie ist immer so ein bisschen anders. Alter, das. Ach, dieses Spiel hier ist seltsam. Das müsste man noch ein bisschen so ausreifen lassen. Dass es auch immer auf dieselbe Art und Weise geht. Nicht, dass dann plötzlich wirklich nur noch glückabhängig ist. Nein! Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Dass hier in dem Tunnel hier dreht. Ja, was will ich denn da machen? Kann ich ja gar nicht groß was beeinflussen dran. So vielleicht. Vor allem das Nervige ist, dass es ja nur bei jedem 10.000. Versuch da reingeht. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ja. Aber ich weiß, sowas passiert plötzlich mal wieder. Das ist echt nervig. Das ist echt nervig an dem Spiel hier.
Jetzt weiß ich auch, wieso ich aufgehört habe. Irgendwie. Immer wenn ich was verändert habe, dann beim ersten Mal geht es da hinten im Salto durch, beim zweiten Mal verpasst es irgendwie den Boost und dann beim dritten Mal funktioniert es dann. Oder verpasst den Boost ja gern. Mach ich immer sowas. Vielleicht geht's dann besser. Weil ich so Angst habe, dass dann generell den Zug noch. Der Zug, dass der Zug dann uns selbst einholt. Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Uns jetzt irgendwie hier gekehrt. Okay, wir haben jetzt fast wieder nur noch ein Drittel. So, okay. Bitte funktioniere jetzt. Will das Spiel hier beenden? Haben wir es wieder durchgespielt? Oder endlich mal durchgespielt? Ich habe es ja schon mal durchgespielt. Ich glaube sogar schon zweimal oder so. Kann sein. Bin mir nicht mehr sicher. Woher will ich mir dann auch sicher sein? Vielleicht gibt es ja auch wieder mehrere Durchläufe. Okay, das war jetzt... Keine Ahnung. Das war jetzt ultra seltsam. Dazu irgendwie einfach so BAM. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Lag war. Da war ja kurz ein Ruckler und dann plötzlich. Ne, hier dreht's uns das. Alter, das ist echt scheiße. Ich will nicht mehr von vorne anfangen. Darauf habe ich jetzt keinen Bock, Alter. Aber ich will es auch durchspielen. Ich meine, wir sind jetzt beim letzten Level. Das kommt, das schaffen wir. Ja, ja, ja. Ja, ja. Leute, wir haben es geschafft. Nice. So, das war's somit mit dem Special hier. Mal next. Ja. You fell, collect all the gifts and score it 7915 points. Congratulations. Ja. Yeah. Das ist so das Spiel, das ich euch heute vorstellen wollte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen noch zusammen. Trinkt ein bisschen Glühwein, wenn ihr schon alt genug seid. Und feiert vor allem kräftig mit eurer Familie. Leider schneit es bei uns nicht. Ich nehme an, bei den meisten anderen leider auch nicht. Das ist echt ein bisschen schade, aber was will man da machen? Weiße Weihnachten, die letzten weißen Weihnachten sind echt schon lange her. Naja, vielleicht kommt es ja bald wieder. Hoffentlich. Auf jeden Fall ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao und frohe Weihnachten nochmal.